Sonntag, der schlimmste Tag in der Woche für mich, weil ich wusste, morgen ist Montag, ich muss wieder arbeiten. Ja, das war immer so wie so ein, ja, keine Ahnung, irgendwie so ein Sonntagabend, so ein echt schwieriger Moment, weil ich echt keinen Bock hatte, morgen wieder arbeiten zu gehen. Als ich dann gekündigt habe, ich wusste, ich muss morgen trotzdem arbeiten, war das aber ein total befreiendes Gefühl, weil ich wusste, ich werde morgen auch arbeiten, aber ich mache das, was ich machen möchte. Ja, und so, herzlich willkommen hier im Interview zusammen mit dem Emanuel Rodriguez. Fast habe ich den Einstieg hier verpasst. Weil der gute Emanuel und ich, wir quatschen mittlerweile schon seit 40 Minuten miteinander. Denn Emanuel und ich, wir kennen uns, ich glaube, seit 2018 mittlerweile, sowas Pi mal Daumen. Da haben der Emanuel und ich uns kennengelernt, als Emanuel plötzlich in Köln saß, in einem Hostel, in dem Patrick und ich spontan ein kostenloses Event gemacht haben für unsere allererste Ausbildungsrunde der Social Media Agentur Academy damals, wo wir Menschen gezeigt haben, wie sie ebenfalls sich ihre Freiheit erarbeiten können, dadurch, dass sie sich eine Social Media Agentur aufbauen. Und da saß auch der Emanuel ganz gespannt immer und hat so hin und wieder mal Fragen gestellt, so zum Thema Positionierung und fleißig mitgeschrieben. Und ja, mit Emanuel bin ich dann auch immer wieder mal in Kontakt geblieben, vor allem, weil er super fleißig war und relativ zügig sich auch ein richtig solides Einkommen aufgebaut hat und ziemlich viele Sachen richtig gemacht hat. Jetzt sind mittlerweile 3 Jahre vergangen und er betreibt dieses Geschäft immer noch und deshalb ist er heute hier, damit wir mal kurz darüber reden, was er gemacht hat, wie er da hingekommen ist, was so die Hürden waren, was so die Erfolgsmomente sind, wie es jetzt aussieht, ob es sich gelohnt hat oder nicht. Deshalb an der Stelle, Emanuel, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Schieß doch gerne los kurz. Wer bist du und was hast du gemacht, bevor du dich dazu entschieden hast, eben dein eigenes Geschäft als Agentur, als digitaler Unternehmensberater aufzubauen? Also nochmal, hi, danke für die Einladung. Schön, dass ich hier bei dir sprechen darf. Ich bin der Emanuel aus Karlsruhe. Ich bin ausgebildeter ITler und war auch lange Zeit jetzt in einem großen Konzern als IT-Fachmann tätig und habe aber nebenbei immer ja, als Zweitjob, sage ich jetzt mal, so eine kleine Agentur gehabt. Das hat mal angefangen mit einer simplen Webseite und dann habe ich das einfach auch mal gewerblich angefangen zu machen und habe gemerkt, es macht mir großen Spaß. Da kann man auch ein bisschen Geld verdienen nebenbei. Dann habe ich mich immer mehr in die Richtung Marketing orientiert, weil das mir einfach noch mehr Spaß gemacht hat. Und und habe mir dann halt nebenbei eine Agentur aufgebaut und wusste aber nicht, wie ich das Ganze machen soll und habe mir dann halt eben Hilfe geholt, unter anderem bei dir. Ja, und das mache ich jetzt seit 2 Jahren Vollzeit. Das heißt, vor 2 Jahren habe ich meinen Hauptjob gekündigt und mache das jetzt seit 2 Jahren Vollzeit und bin auch super happy. Sehr cool. Das Spannende ist ja für dich, ich kann mich noch an eine Situation erinnern. Und zwar habe ich dich angerufen. Ich weiß nicht mehr, was der Kontext war, warum ich dich angerufen habe. Ich glaube, du hattest eine Frage gehabt, du hast mir im Messenger oder sowas geschrieben, könnte sein. Und dann habe ich dich angerufen und habe gesagt, hey, cool, dass wir uns hören, was treibst du, was machst du? Und du sagst, ja, du, ich hatte jetzt meinen ersten 10.000 Euro Monat und das kam dadurch, dass ich mir das Bein gebrochen habe beim Skifahren. Und dann halt gezwungenermaßen im Bett lag und die Zeit halt genutzt habe, um Kunden zu gewinnen und Geld zu verdienen. Und ich war so, warte mal. Also du hast es jetzt geschafft, 10.000 Euro im Monat zu verdienen, aus dem Bett heraus mit einem gebrochenen Bein. So, also du hast dich voll darüber gefreut eigentlich, dass du dir das Bein gebrochen hast. Daran. Ja, komische Geschichte, aber so war es tatsächlich. Ich habe mir beim Skifahren das Schlüsselbein gebrochen und war dann eben ein paar Monate zu Hause krank, konnte nicht arbeiten in meinem Hauptjob.
Hatte da aber meinen Nebenjob oder meine Agentur schon begonnen, habe aber da noch ja, ziemlich wenig Zeit gefunden oder mich da noch zu wenig mit beschäftigt, sodass ich da wirklich eine gewisse Positionierung habe, Kunden gewinnen kann und auch da die Dienstleistung so sag ich jetzt mal anbieten kann, sodass auch der Kunde das dann später bei mir kauft. Und ja, das habe ich dann in der Krankenzeit, sage ich jetzt mal, feingeschliffen und habe da dann auch meine ersten Kunden gewonnen, habe da alles auf die Beine gestellt, was ich auch unter anderem bei dir im Kurs gelernt habe. Ja, und das war so der Start meiner erfolgreichen Agenturkarriere. Voll, weil das... Ich nutze dich immer wieder als positives Fallbeispiel bei neuen Ausbildungsteilnehmern bei uns. Insofern, dass ich ganz häufig die Leute sich die Frage stellen nach der Positionierung. Nick, brauche ich eine Positionierung? Nick, macht eine Positionierung Sinn? Wie soll ich mich positionieren? Warum soll ich mich positionieren? Oh Gott, Positionierung. Und ich meine, ich sage dann immer, hey, es gibt eigentlich einen Grund, warum Gott und die Welt in der Coaching-Beratungsszene meistens als Grundregel Nummer 1 hat, positionier dich. Aber meistens versteht man das erst, sobald man sich positioniert hat und dann auch die Effekte und die Magie dahinter sieht. Und du hast dich damals positioniert in der Beauty-Branche und du hast seitdem, soweit ich weiß, deine Positionierung auch nicht verändert. Möchtest du da vielleicht für Leute, die gerade anfangen oder überlegen anzufangen, wo sie überhaupt anfangen sollen mit der Positionierung, mal so ein bisschen Input zu geben? Ja, also die Frage hatte ich mir am Anfang auch gestellt, wo soll ich, beziehungsweise nee, ich habe mir die Frage nicht gestellt, ganz zu Beginn, weil ich dachte, okay, jeder Kunde wird ja gut sein. Und so kann ich mir vorstellen, dass da viele auch denken, wenn sie anfangen oder bevor sie anfangen, ich bin happy über jeden Kunden. Und das war ich am Anfang auch, aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass mich das gar nicht glücklich macht, weil ich dann halt, ja, ein Bauchladen bin und im Prinzip ein Marketingdienstleister bin für alle. Ne? Und dann habe ich mir so die Gegenfrage gestellt, wenn ich mir so ein Haus baue und einen schönen Fußboden möchte, dann gehe ich ja auch nicht zu jemand, der jetzt irgendwie Fenster, Wände streichen kann, Bauarbeiter ist, aber auch Fußboden machen kann. Nee, ich suche mir einen Fußbodenspezialist. Und so habe ich das halt im Prinzip dann gespiegelt und dann eben halt gedacht, okay, so würden mich meine Kunden auch sehen, wenn ich denen meine Dienstleistung anbiete und sage, ich bin Spezialist für Marketing im Beauty-Bereich oder halt Spezialist für Marketing. Ja, dann da ist ja eine ganz andere Kraft, steckt da ja dahinter. Und das war ein Element, wo ich gedacht habe, okay, da macht es klar Sinn. Und dann aber auch das Event, was du vorhin angesprochen hast, das war tatsächlich so, da hast du auch nochmal den Punkt Positionierung angesprochen. Und da habe ich wirklich auch den Entschluss gefasst, dass ich mich in der Beauty-Branche spezialisiere. Und ich habe mir davor 2, 3 Branchen ausgesucht, habe mir so ein paar Fragen gestellt, welche Branche ist liquide, welcher Branche kann ich gute Dienstleistungen erbringen, etc. Oder was macht mir Spaß, wo identifiziere ich mich? Und das Thema Spaß ist nicht zu vernachlässigen. Es muss dir Spaß machen, weil es gibt auch mal schlechte Momente. Und wenn dir dann das Thema keinen Spaß macht, dann gibst du da halt schnell auf. Und deswegen habe ich mich da halt auf die Branche spezialisiert oder mich da halt entschieden, dann mich spezialisiert und dann meine Dienstleistung wirklich verfeinert auf diese Branche und auch mein ganzes Auftreten, mein Branding ist auf diese Branche, auf diese Nische optimiert. Und ich werde auch wirklich so wahrgenommen von meinen Kunden, ja, als Experte im Beauty-Bereich. Ja, das ist richtig cool. Und jetzt gibt es ja häufig eine Sache, die dann passiert, und zwar, ja Mensch, ich habe ja noch nie einen Kunden gehabt. Wie kann ich denn überhaupt Geld verlangen von jemandem, wenn ich das noch nie gemacht habe? Und ich habe ja Angst, ob ich überhaupt performe oder nicht performe.
Und da würde mich interessieren, hattest du da ähnliche Sorgen, Bedenken gehabt oder nicht? Wie bist du damit umgegangen? Wenn ja, wie war es für dich, deinen ersten Kunden zu haben oder deine folgenden Kunden zu haben, da auch dann mal so in die Mache zu gehen und zu sagen, okay, cool, jetzt muss ich was zeigen. Klar hatte ich die Ängste auch, ganz normal. Aber bei mir liegt es so vielleicht auch ein bisschen in der Natur. Ich sage mir halt immer so, wenn andere das schaffen, schaffe ich das auch. Und ich habe mich dann, mir war dann klar, wenn dann liegt es nur an mir, ob ich schaffe oder ob ich es halt nicht schaffe. Und ich habe dann halt alles dafür getan, dass ich schaffe und habe halt alles dafür getan, die Skills zu erlernen, damit ich das dann auch schaffe, meinem Kunden das beste Ergebnis zu liefern, was in meiner Macht steht. Und das schaffe ich nach wie vor oder bis heute eben. Und meine Kunden sind super happy. Und man muss sich die Skills natürlich aber auch erlernen und beibringen lassen oder ja, durch Selbststudium oder man sucht sich Coaches, die halt da schon sind, wo man gerne wäre. Ja, aber es ist immer ein Lernprozess und die Sachen, die ich vor 3 Jahren angewandt habe, die wende ich heute nicht mehr so an. Es ändern sich auch immer wieder Sachen, aber man muss da einfach ja, am Ball bleiben, sag ich jetzt mal. Weil im Endeffekt ist der Werkzeugkasten, mit dem wir hantieren, ist immer der gleiche bei uns allen. Also was den entscheidenden Unterschied macht, ist einerseits die Erfahrung, ne? Und die Erfahrung, vor allem die speziellen Erfahrungen in bestimmten Bereichen, Branchen oder für bestimmte Fähigkeiten, Plattformen etc. Und auf der anderen Seite natürlich dann so die Kreativität und der Biss, ne? Und das ist, ne, das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen, das ist es eigentlich. Das heißt also, egal, wer damit starten möchte, kann und hat die Möglichkeit, damit erfolgreich zu werden, weil es gibt tatsächlich kein Geheimnis und keine Magie oder sonst was. Auch wenn man häufig am Anfang denkt, boah, Wahnsinn, da ist das nächste Geheimnis und da ist das nächste Geheimnis und der weiß irgendwas, was ich nicht weiß und der weiß was, was ich nicht weiß. Und im Endeffekt wissen die was, was man nicht weiß, und zwar halt ihre persönlichen Erfahrungen, die sie irgendwo gemacht haben, die natürlich sehr wertvoll sind. Aber die hantieren nicht mit Werkzeugen, die dir nicht auch zur Verfügung stehen irgendwo. Absolut, ja, so ist Das es. ist eigentlich cool. Wollen wir mal, also mich würde es mal interessieren, so ein bisschen die Evolution von dir, also die Evolution von den Preisen, die du genommen hast und den Ergebnissen, die du produziert hast, heißt also, womit hast du angefangen? Was hast du abgerufen bei einem Kunden? Vielleicht kannst du ja ein, zwei Fallbeispiele geben, was die Kunden da auch machen, wie du dazu gekommen bist, das zu nehmen. Was konntest du für Ergebnisse liefern? Und gab es da jetzt eine Evolution zu? Nimmst du mehr Geld, nimmst du weniger? Welche Ergebnisse lieferst du heute? Also zu den Preisen, sage ich jetzt mal, ich biete verschiedene Dienstleistungen an, aber meine Hauptdienstleistung ist eben für lokale Dienstleister im Beauty-Segment, Anfragen für ihre hochpreisigen Beauty-Behandlungen zu gewinnen, und das durch eine Online-Marketing-Strategie. Das habe ich eigentlich immer so angeboten. Am Anfang war ich halt ein bisschen zurückhaltender, sage ich jetzt mal, mit den Preisen, die ich da nehmen wollte, weil ich halt auch da noch nie so die Erfahrung hatte, ja, noch nie so viel Geld für eine Dienstleistung genommen. Zum Beispiel, ich glaube, ich habe mit 1000 Euro angefangen, für einen Monat und da hatte ich schon Hemmung am Anfang, das so zu verkaufen. Mittlerweile liege ich bei 1500, beziehungsweise bei 1800 für einen Neukunde. Also Neukunde 1800, Bestandskunde 1500, für mehr oder weniger die gleiche Dienstleistung beziehungsweise das gleiche Ziel. Und der Kunde ist auch bereit, das zu zahlen. Ja, das muss man, wenn du ihm halt im Prinzip die Leistung, oder die entsprechenden Ergebnisse lieferst. Natürlich am Anfang, wenn der Kunde neu ist, dann kauft man vielleicht auch irgendwo so die Katze im Sack. Aber wenn man das ganz, ja, wenn man es gut verkauft, sage ich jetzt mal, oder wenn man sich auch gut verkauft und jeder Geschäftsmann oder jede Geschäftsfrau ist auch risikobereit.
Ja, jeder gute Geschäftsmann oder Geschäftsfrau ist auch risikobereit und die sind auch mal bereit, so eine Investition in die Hand zu nehmen. Und wenn man das auch schafft, plausibel zu erklären, dann ist da nicht jeder bereit dafür, aber von 10 machen das dann vielleicht 3 oder 4. Und mit den 3 oder 4 kannst du dann auch erstmal arbeiten und auch vor allem gute Ergebnisse liefern. Und dann ist es wie in einem Restaurant. Dann, wenn der Koch gut kocht, dann ist das Restaurant, sollte dann immer voll sein. Ne? Und so ist es dann bei dir. So war es bei mir halt auch. Ne? Ich habe immer gute Ergebnisse geliefert. Bis heute ist mir das größte, höchste Ziel ist immer, mein Kunde muss zufrieden sein. Das ist mein erstes Ziel vor meinem monetären Ziel. Wenn der Kunde nicht zufrieden ist, dann bin ich es auch nicht. Und so ist es nach wie vor heute noch. Und die Kunden kommen immer wieder zu mir, die empfehlen mich weiter. Ich mache aktuell nichts für Akquise. Und ich habe super viel zu tun. Ich habe sehr viele Kunden. Ich glaube, Stand heute noch nie so viele Kunden gehabt. Und das geht nur mit harter Arbeit und mit guter Dienstleistung, ja, mit ja. guten Ergebnissen. Voll. Du, vorhin, bevor wir das Interview gestartet haben, hast du so ein bisschen, bist ein bisschen ausgeschwiffen über deine Beweggründe, warum du das Ganze gemacht hast und wie. Und dann habe ich gesagt, warte, wir sind noch gar nicht im Interview, das ist voll gut. Und das Schöne ist im Prinzip, du hast es angesprochen, du hast in einem Konzern gearbeitet, hast eine sichere Anstellung gehabt, du hast dort gut verdient, du hast das auch sehr lange gemacht und betrieben und hast es dann tatsächlich aufgegeben für, der ein oder andere würde sagen, ein Hobby oder einen netten Nebenverdienst oder etwas Unsicheres, wie auch immer. Möchtest du da ein bisschen Licht ins Dunkeln geben, wie ein erwachsener, gestandener Mann wie du, der in so einer Luxussituation ist, kann man ja fast schon sagen, für viele Leute, die wünschen sich, in so einer Position sein zu dürfen, der sagt, warte, nein, das tausche ich ein gegen das Leben, was ich heute habe, sogar sehr gerne und immer wieder. Ja, genau, richtig gesagt. Also ich war in einem Konzern mehrere Jahre, also ja, über 10 Jahre, habe gutes Geld verdient, mir ging es da auch gut, aber ich wollte halt immer mehr machen auch und mir die Firma hat mir halt nicht die Möglichkeit gegeben, in den Bereichen zu arbeiten, wo ich gerne gearbeitet hätte. Dann habe ich nebenbei meine Agentur gehabt und die hat mir halt super viel Spaß gemacht und ich wollte mir schon immer, ich glaube, das war ja kurz nach der Ausbildung oder nach der Schule schon, wollte ich schon immer irgendwie selbstständig arbeiten und also nicht dauerhaft für jemand anderes arbeiten, wollte halt dann, als ich die ersten Erfahrungen im Angestelltenverhältnis gemacht habe, habe ich halt gemerkt, okay, da wirst du, selbst wenn ich jetzt das Doppelte verdienen würde, wäre ich immer noch nicht freier oder glücklicher. So, ich bin immer noch fremdbestimmt und sowohl arbeitstechnisch noch auch, als auch gehaltstechnisch oder ortstechnisch, also ortsunabhängig bin ich da ja überhaupt nicht, muss ja immer ins Büro fahren und so. Und das wollte ich einfach nicht so. Ich habe zwar was Sicheres gehabt, aber mein Drang, mich zu verwirklichen, mich selbstständig zu machen und also frei zu arbeiten, das ist so, ich arbeite viel, viel mehr wie davor. Ne? Ich arbeite wirklich immer bis spät abends oder so. Aber mir macht es super viel Spaß, es ist überhaupt keine Belastung. Ne? Früher war Sonntag der schlimmste Tag in der Woche für mich, weil ich wusste, morgen ist Montag, ich muss wieder arbeiten. Ja? Das war immer so ein, so wie so ein, ja, keine Ahnung, irgendwie so ein Sonntagabend, so ein echt schwieriger Moment, weil ich keinen Bock hatte, morgen wieder arbeiten zu gehen. Als ich dann gekündigt habe, ich wusste, ich muss morgen trotzdem arbeiten, war das aber ein total befreiendes Gefühl, weil ich wusste, ich mache jetzt, ich werde morgen auch arbeiten, aber ich mache das, was ich machen möchte. Ja, und ja, diese Motivation hat mich halt echt getrieben, sage ich jetzt mal, auch immer wieder am Ball zu bleiben. Und ich habe dann aber auch die Erfolgserlebnisse gehabt, Geld verdient, meine Kunden waren zufrieden, ich habe Bestätigung bekommen, was auch wichtig ist, finde ich, wenn man so einen Schritt geht. Man muss auch Erfolgserlebnisse haben und dann bin ich halt immer weiter gekommen, ne? Und dann immer mehr Kunden, immer mehr Geld verdient.
So, und habe dann irgendwann auch gesagt, okay, ich kündige jetzt bei meinem Hauptjob und mache das dann nur noch selbstständig, weil es lief echt gut und dann konnte ich es noch weiter ausbauen. Und ja, jetzt bin ich so weit, dass ich jemanden einstellen muss, weil ich es nicht mehr allein schaffe. Cool, also hast jetzt einen Arbeitsplatz geschaffen, ja. Absolut, ja. Voll Jetzt. geil. Richtig cool. Es freut mich, weil während du erzählt hast, ja, habe ich einfach darüber nachgedacht, wie schön es ist, dass wir Menschen miteinander Wissen teilen können, Wissen teilen dürfen und über die Umsetzung und Zeit sich dadurch einfach super viel verändert und vor allem auch sich dann im Leben von vielen Menschen etwas verändert. Ne? Weil wenn man eben überlegt, wo du jetzt stehst, wie viele Leben du auch positiv veränderst, auch von deinen Kunden und natürlich auch von den Kunden deiner Kunden, die dann zu tollen Beauty-Behandlungen kommen, die ihnen helfen und wo ich dann da sitze und jetzt gerade wirklich dieses Bild vor mir hatte, wie du in diesem Hostel da saßt und mitgeschrieben hast. Also nicht nur alleine, sondern auch mit 30, 40 anderen Leuten und da auch einige dabei sind, die genauso erfolgreich geworden sind und mal mehr, mal weniger. Und ich da sitze und denke, wow, das ist gerade mal 3 Jahre her. August 2018 saßen wir da. 3 Jahre ist eine lange Zeit, aber auch wieder nicht, je nachdem, wie man es halt betrachtet. Und das ist einfach ein super schönes, erfüllendes Gefühl. Weil ich ja auch irgendwo mal angefangen habe, von jemandem Informationen zu kriegen und die umzusetzen und anzuwenden. Und das geht immer so weiter und es geht immer so weiter. Und das ist cool. Deshalb. Ja, finde ich auch cool. Echt 3 Jahre, also bin ich. Schön, dass du es sagst und ich erinnere mich echt gut daran. Ich hätte gedacht, es wäre jetzt länger her, aber es sind echt nur 3 Jahre, da ist echt viel passiert in der Zeit, was da alles war in der Zeit, Lockdown, Corona, aber allein schon überhaupt die Selbstständigkeit dann wirklich zu vollenden, das ist schon ein kleiner Schritt, so auch, ist auch so eine mentale Hürde, die man da überwindet, finde ich. So eine Sicherheit, die man erstmal aufgibt, ne? Aber man, ja, man begibt sich da in eine Ebene, sage ich jetzt mal, wo halt viel, viel mehr möglich ist. Nach oben, aber auch nach unten, logischerweise. Aber das hast du selber in der Hand. Und das fand ich, okay, wenn ich selber in der Hand habe, dann, weißt du, dann let's rock it, das schaffe ich. Das schaffe ich. Wenn ich selber in der Hand habe, schaffe ich das. Ja. Und habe ich auch geschafft. Also. Voll. Ja, ist so. Und aber es ist eigentlich, es ist schön, dass du es auch nochmal sagst, weil das ist eine Sache, die mir aufgefallen ist und die wirst du viel besser bestätigen oder dementieren können, weil du einfach älter, erfahrener bist als ich und auch deutlich länger normal gearbeitet hast. Und zwar, dass es mir manchmal einen Monat wirklich wie ein halbes Jahr bis Jahr vorkommt, weil so viel in diesem Monat passiert und irgendwie ich die Zeit ganz anders wahrnehme als zu Zeiten, wo man zur Schule gegangen ist, wo man in der Ausbildung war, wo man studiert hat, wo man dann angefangen hat zu arbeiten. Da hatte man das Gefühl, dass die Zeit so schnell vorbeigeht irgendwie, ne, weil man nicht so viel selbstbestimmt macht und denkt und plant, sondern immer nur irgendwie so ein Viertel vom Tag noch plant oder selbstbestimmt dann was tut. Und wenn man das dann im Kopf hat, dann kommt es einem so vor, als ob kaum was passiert ist, während jetzt du stehst morgens auf und darfst dann erstmal darauf klarkommen, dass du jetzt nirgendwo hin musst und dass du jetzt entscheiden kannst, ob du dich nochmal ins Bett legst, den Fernseher anmachst, zum Sport gehst, einen Kaffee trinkst, arbeitest oder nicht. Ne? Also. Und das jeden Tag, ja. Ja, das ist schon, das ist ein Gefühl von Freiheit, finde ich. Ja, das ist schon ein schönes Gefühl. Und diesen Sonntag, den hatte ich so nicht mehr. Also die Sonntage, die sind easy peasy. Also, die sind, es war aber wirklich, es ist keine so Floskel, so, das war echt früher eine Belastung, also keine krasse Belastung, es war Sonntag schon so, morgen arbeiten. Das habe ich jetzt nicht mehr, seitdem ich da voll arbeite in meiner Agentur. Gar nicht, weil es mir auch super viel Spaß macht. Mir auch keine Belastung jetzt für mich irgendwie bis abends zu arbeiten. Echt nicht. Ich arbeite ja grundsätzlich mehr wie davor, aber es macht mir Spaß.
Ich habe Erfolg, meine Kunden sind glücklich und so. Und das ist dann, das treibt mich immer weiter voran. Mega. Und wie hast du es für dich auch, hast du für dich auch nochmal so einen positiven Nebeneffekt in deinem Privatleben gemerkt, jetzt in Bezug auf deine Beziehung zu deiner Lebenspartnerin oder so, dass du gemerkt hast, irgendwie, dass es besser geworden ist oder ist gleich geblieben? Wie war das? Also meiner Partnerin ist es eigentlich gleich geblieben. Ich würde sagen, also im Generellen ist es so, dass die Leute in meinem Umfeld das erstmal so, oh, der kündigt und so. Und ich war ja bei einem großen Konzern und da kündigt man eigentlich nicht. So, wenn man da ist, da ist man froh, wenn man da arbeiten kann als Angestellter. Und das haben früher oder damals halt viele nicht belächelt, aber so, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Und dem blicke ich jetzt wieder ins Gesicht und da merke ich, dass die schon so eine, ich will jetzt nicht sagen neidisch sind, aber schon so sagen, hey, das hört man in Zwischensätzen immer wieder mal raus, hätten sie auch gerne, ne? So selbstständig arbeiten oder frei arbeiten, selbstbestimmt zu sein und so weiter. Also das ist schon so eine. Das ist so das Einzige, was ich merke in meinem privaten Umfeld, was ich da halt bemerkt habe, ne? Dass sie früher das kritisch gesehen haben und mittlerweile aber halt sagen, hey, super, super, dass du es gemacht hast. Bin auch stolz auf dich, dass du es auch durchgezogen hast und auch immer noch nach 3 Jahren immer noch selbstständig bist. Ne? Dann sieht man ja, dass es funktioniert. Aber eine Beziehung zu einer gewissen Person hat sich eigentlich so nicht geändert. Kann ich nicht. Vielleicht wird man ein bisschen mehr anerkannt oder vielleicht wird man nicht anerkannt, sondern vielleicht wird man hier und da ein bisschen mehr auf einen hinaufgeblickt, sagt man das so? Nee. Ein Oder bisschen auf den Podest gehoben vielleicht. ja, vielleicht, ja, genau so. Ne? So auf die Art. Das ist Okay, schon immer anerkannt. cool, spannend. Emanuel, ich danke dir vielmals für deine Einblicke, für das Interview, dafür, dass das jetzt geklappt hat. Ich freue mich riesig, das nächste Mal wieder mit dir zu quatschen, dich hoffentlich bald zu sehen. Danke dir vielmals. Und wenn hier jemand zuschaut, der ein Beauty-Studio hat oder generell in der Beauty-Branche tätig ist, ich werde den Emanuel unten verlinken. Da könnt ihr euch gerne bei ihm melden. Er ist der Experte, wenn es darum geht, Kundenanfragen für hochpreisige Behandlungen zu gewinnen in Beauty-Studios. In dem Sinne, das war's von uns. Bis dann. Ciao.